Was geht ab, Freunde? Heute checken wir wieder ein neues Musikvideo ab. Heute ist wieder Freitag, das bedeutet, es gibt wieder eine neue Reaction und zwar zum neuen Track von Hovercorp. Letzter Track war ziemlich gut, also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Reaction dazu auch online, hat Hover sogar auch in ihrer Insta-Story geteilt, deswegen spezielle Grüße gehen nochmal raus an der Stelle, hat mich sehr gefreut. Und ansonsten endlich hier mal wieder neues Lied, also das letzte ist ja schon auch mittlerweile ein paar Monate her, ich weiß gar nicht, wie lang es her ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, gibt's mal was Neues hier, Corp. Ich bin gespannt. Let's go. Next Level Studios hier wieder, war glaube ich beim letzten Mal auch schon. Okay, schon mal richtig, richtig geile Location hier. Auch hier gerade am Anfang, das was man schon gesehen hatte hier, wo war das? Wo waren das jetzt hier, Digga? Hier, genau, das sah auch schon extrem geil aus. Bleibe fort, ich halt mein Wort. Denn sowas kommt so lang, ich leb nur einmal vor. Eigentor. Okay, finde ich schon mal bis jetzt ziemlich gut, also ich spule gleich nochmal zurück, aber das will ich schon mal kurz dazu sagen. So dieses Gesungene bei ihr finde ich extrem gut, also das kann sie ziemlich gut. Generell, ich mag ja ziemlich ihre Stimme, habe ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt. Und ansonsten übrigens auch, was ich sagen wollte, Album kommt immer noch keins raus von ihr. Ich denke mal, wird sich aber wahrscheinlich bald ändern, hoffe ich mal. Ich weiß nicht, ob sie schon irgendwas dazu irgendwie gesagt hatte, ich glaube nicht, aber auf jeden Fall bis jetzt noch nichts angekündigt. Wenn sowas kommt so lang, ich leb nur einmal vor. Hasta la vista, früher waren wir noch Geschwister, doch ihr habt so viele Gesichter, alles Politiker, Dichter und so ein Scheiß, und so ein Scheiß. Alle werden etwa bisschen hype, doch wer von... Okay, auf jeden Fall auch schon so ein paar Flow-Variationen hier mit reingepackt. Extrem gut, also bis jetzt gefällt es mir richtig gut. Die Hook davon war auch schon ziemlich geil. Im Vergleich zum Letzten würde ich auch sogar sagen, ist es bis jetzt auf jeden Fall genauso gut. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das gefällt mir nochmal um einiges besser. Aber es ist auch nicht so, dass ich sage, okay, erster Track war richtig geil und der nächste hier, also der zweite ist dann so ein bisschen schwächer schon wieder eher, sondern ist wirklich das Level auf jeden Fall gehalten. Vielleicht wird es auch noch besser, wer weiß, wir gucken mal weiter. Genau, das hier ist auch die Location, die man bei ihr auf ihrem Profilbild sehen kann. Ich glaube, bei Instagram hat sie auch das hier, wie bei YouTube, das ist das, was ich meine, das ist auf jeden Fall hier gemacht. Hier wird auch gerade schon hier ein Foto gemacht. Von Anfang an dabei, yeah. Freunde kommen und Freunde gehen, ich kann keine Freude sehen, keiner kommt mir. Auf jeden Fall eine geile Location hier, so ein Haus. Sieht auf jeden Fall extrem krass aus. Wenn ihr wisst, wo das gedreht ist, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Aber sieht krass aus. Doch ich vergeude keine Tränen, nie mehr. Zu viel geweint und zu wenig gelacht mit euch. Ich danke Gott und meinen Fans, dass es läuft. Gott sei Dank. Von der Musik habe ich jede Nacht geträumt. Doch ihr habt mich so enttäuscht. Bleibe fort. Ich hab mein Wort. Denn okay, sowas kommt wieder. So lang, ich leb nur einmal vor. Eigentor, was für zweite Chance. Ich geb dir allerhöchstens nur noch einen Korb. Bleibe fort. Ich hab mein Wort. Denn sowas kommt so lang, ich leb nur einmal vor. Eigentor. Also die Locations wirklich hier in dem Video sind schon auch 10 von 10, ja, das muss man sagen, das sieht extrem geil aus mit den Graffiti hier und sowas und auch der Korb hier, wie er da rausschaut, ist schon geil, oder? Und passt natürlich auch zum Titel, muss man auch sagen, aber wie gesagt, auch die Aufnahmen, vor allem am Anfang, haben mir extrem, extrem gut gefallen. Das Haus ist auch eine ziemlich geile Location, ja, dieses pinke Haus, was auch ziemlich speziell aussieht und auf jeden Fall das Video auch wieder extrem gut. Beim letzten Mal auch schon ziemlich geil gewesen, das ist halt nicht so düster, sondern ein bisschen heller und bis jetzt, wie gesagt, richtig geil, kommt auf jeden Fall in die Playlist, könnt ihr bei Spotify abchecken. GOAT. Ich geb dir allerhöchstens nur noch einen Korb. Ja, es kommen Frauen mit der Zeit. Mach kein Auge, gönn uns unseren Halt. Eigentlich hab ich noch nicht. Okay, auch cool hier mit ein paar BMX-Szenen hier noch mit rein gemacht. Auf jeden Fall cool. Doch alle posten und dir stirbt von Neid. Chill mal, du weißt schon, ich komme nur in Begleitung. Wen interessiert deine Meinung? Bald siehst du uns in der Zeitung und im Benz. Ich hab viel zu starke Fans, sie bringen Hopper in die Trends. Dafür hab ich lange gekämpft, bei mir läuft nicht, bei mir rennt.
Zu viele Nächte im Studio. Überleg gerade, wir hatten das schon mal gehabt. Bei mir läuft nicht, bei mir rennt. Oder war das bei mir läuft nicht, bei mir fliegt? Irgendwas in die Richtung, glaube ich, hat der auch schon mal jemand gehabt. Auf jeden Fall cool, dass die Location noch mal ein bisschen öfters gewechselt wird. Also, wie gesagt, ich fand das schon geil am Anfang und so. Dann kam das mit dem BMX gerade, was cool war. Und jetzt hier in so einem, ja, irgendwo innen mit den ganzen Cornflakes hier am Start. Und geiler LED-Beleuchtung. Ja, die haben wir auch wieder am Start hier. Gefällt mir extrem gut, wie gesagt. Ohne Schlaf. Heartbreaker war für mich nur eine Probefahrt. Hebe mich ab und ich fliege jetzt hoch zum Mars. Bleibe fort. Bleibe. Also wirklich dieses immer wieder so ein bisschen Gesungene ist extrem gut auf jeden Fall. Ich hab mein Wort, denn sowas kommt so lang. Ich leb nur einmal vor. Eigentor, was für zweite Chance. Ich geb dir allerhöchstens nur noch einen Korb. Bleibe fort, ich halt mein Wort. Denn sowas kommt so lang, ich leb nur einmal vor. Eigentor, was für zweite Chance. Ich geb dir allerhöchstens nur noch einen Korb. Okay, nice, Mann. Ja, wie gesagt, Freunde, hier Track auf jeden Fall verlinkt, kommt in die Playlist, könnt ihr gerne euch auch ja, da nochmal anhören und schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare, welchen Track ihr besser fandet, also den Track oder den letzten von ihr. Wie gesagt, ich finde beide auf jeden Fall extrem gut, ich werde den heute noch das ein oder andere Mal wahrscheinlich anhören, so viel dazu, Freunde. Ich glaube, heute kommt auch gar kein anderes Video mehr online, ich glaube, wir belassen es heute dabei. Ansonsten, ich habe jetzt alle Abschlussprüfungen rum, wollte ich eigentlich schon am Anfang sagen, aber habe ich komplett verpennt. Heute auf jeden Fall die letzte gewesen, deswegen habe ich jetzt Zeit, Freunde. YouTube wird auf jeden Fall jetzt ziemlich durchgehasselt, ja, in den nächsten Wochen und Monaten. Ich weiß nicht, wie viele Monate, aber in nächster Zeit. Auf jeden Fall kommen krasse Videos, Freunde, deswegen bleibt am Start. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so sein sollte, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.